und Moinsen zum Weekend League Reboard Video. Diese Woche zum Serie A Team of the Season. Diese Woche sehr, ja, ich sag mal, unkreativ, weil einfach Zeitdruck ist. Aber ich trotzdem ein Video dazu machen möchte. Deswegen gibt es das jetzt über die Web App für Champions Rewards. Wir haben mal wieder Gold 3 gepackt diesmal. Standen, glaube ich, kurzzeitig irgendwie 9-14 oder sowas. Dann doch noch irgendwie die 14-16 gepackt. Das sind die Player Picks. Ich hätte gerne noch die Rivals Rewards. Was nehmen wir da mit? Hier die Tradable-Dinger, ist alles auf Englisch. Machen wir erstmal, ach doch, nehmen wir erstmal die zwei Player-Picks mit, mal gucken. Vielleicht gibt es ja sowas in die Richtung von Web-App-Glück. Gucken wir mal, ich sage jetzt die, ne, coolen Animationen und sowas. Fingen jetzt halt alle, aber schauen wir mal den Spaß hier an. Oh ja, okay. Ist jetzt das große Problem, dass ich ja Linksverteidiger und Rechtsverteidiger eigentlich im Leben nicht ändern will. Glaube ich, nehme ich diesen Cope-Miners mit, weil der eigentlich echt ganz geil aussieht, muss ich sagen. Cope-Miners, Quadrado, Tagliafico, ich glaube, ich nehme den Cope-Miners mit. Machen wir jetzt einfach, weil ich Außenverteidiger schon habe. Zambrotta und Carlos, die werden da auch für immer und ewig einfach drin bleiben. Und der zweite, das heißt, wir hatten schon ein Serie A-Ding mit drin. Kriegen wir nochmal einen. Schüsch! Schüsch! Krank! Das ist krank, weil der soll ultra krank sein. Dieser Liang, nicht was. Dieser Luis Alberto soll krank sein. 97er Team of the Season. Jungs und Mädels, das schmeckt. Ich glaube, ich soll jetzt öfter auf Web-App die Rewards abholen. Ach du Kacke. Luis Alberto, 97er Rating. Confirm, nimm den einfach mit, so schnell es geht. Kranker Scheiß. Kranker Scheiß. Send to Club, kranker Scheiß. Dann machen wir doch die Packs hier auf, die vier Stück. Zack, gehen wir nicht davon aus, dass da irgendwas drin sein wird. Samada. Das nächstschlechteste Pack ist das hier. Das ist irgendwie eine komische Animation. Ja. Ja. Dachte schon kurz, ist das eine coole Animation? Nein, es ist ganz sicher nicht. Dann kommen die Weekend League Packs. Mega Pack Nummer 1. Oh, ein Rufier ist 84, das Rating nehme ich definitiv mit. Zack, alle weg. Das nächste Mega Pack. Wäre schon ziemlich heftig, wenn man uns auch noch irgendwo was Gescheites draus ziehen würde, aber 97er Tots mitgenommen, das ist schon krank genug. So, und das 50k-Pack wird, glaube ich, ja, war es letztes Mal. Ich meine, es war letztes Mal den Donk draus gezogen. Wir haben auch wieder so eine komische Conmebol-Karte. Der Tevez, ja, mega. Freue ich mich riesig drüber. Kanal ist zumindest noch mit 84. Nehmen wir definitiv mit. Können uns das Team angucken, der sich jetzt auch noch behalten hatte. Mit dem habe ich am Ende gespielt. Die ersten paar Spiele, also den Freitag, glaube ich, die ersten 10 Spiele, noch ein anderes Team. Halt. Rund um die Rewards, es lief aber schlicht und greifend nicht, das habe ich gerade eingeblendet, es lief schlicht und greifend nicht gut, die sind die Ganoss-Spieler und sowas, lief einfach nicht gut, damals die Jungs dabei, den habe ich jetzt schon gemacht, den Elkeson, und jetzt können wir die neuen Jungs dazu packen, Most Recent Junge, der Koopmann, das ist auch eine geile Karte, also wahrscheinlich wird es echt eine Seite Ehredevise und die andere Seite dann hier fucking Luis Alberto, 97er Rating. Wird dann die andere Seite. Gucken, wir haben die Formation dafür umgestellt, was wirklich eigentlich eher ein 10er ist. Ich brauche dann auch mal eine Formation mit einem 10er, auch wenn mir die 4-4-2 nicht ganz gut gefällt. Schauen wir mal, das ist ja im nächsten Reward-Video. Ich bin auf jeden Fall hochzufrieden, vor allem mit diesem kranken Motherfucker. Einfach krank. Da gehen wir noch kurz auf die Footbin-Werte, um uns den nochmal zu gönnen, Luis Alberto. Einfach geil. 325k. Einfach geil. Den zu verkaufen wäre natürlich auch richtig nice. Aber den nehme ich mal definitiv mit. Ja, ich glaube. Gucken wir mal, ob die jetzt wieder verkauft. Die beiden hier sind ja nur neu dazu. Long Leon testigen werden auf jeden Fall drinstehen bleiben. So, die Abwehr bleibt wirklich für immer bestehen. Und dann wird richtig reingehasselt, weil dieses Wochenende League A kommt. Das heißt auch Rewards von der League A. Das heißt meine wichtigste Liga überhaupt. Wenn man sich mein Team angucken, worum ich immer mein Team gebaut habe, ist Liga A mit das Wichtigste, aber die beiden werden safe eingebaut, die sehen echt geil aus und vor allem dieser Luis Alberto. Kranker Scheiß, damit habe ich mich fürs Zuschauen, Zuhören, diesmal ohne Facecam, bisschen unaufwendiger, tut mir leid, Zeitgründe, aber hat ja scheinbar Glück gebracht. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.